Bora Sengl ist wohl eine der interessantesten österreichischen im konzeptuellen Bereich arbeitenden Künstlerinnen, wobei sie sich für ihre Auseinandersetzung mit Identität, mit Rollenspiel, Rollenverhalten, Wechselbeziehung zwischen Mensch und Tier unterschiedlichster Medien bedient, von Malerei über Zeichnung bis hin natürlich zur Skulptur, aber auch Film spielt eine Rolle. Bekannt wurde Deborah Sengl durch ihre surrealen, oft absurd anmutenden Plastiken, die verschiedenste Fragmente tierischer Körper vereinen, zu ja, aufsehenerregenden Wesen. Und dann fangen wir gleich an. Zurzeit ist eine Ausstellung zu sehen unter dem Titel Shades of Grey in einer Wiener Galerie, in der Galerie Rheintaler. Und da vielleicht dazu, Shades of Grey, das graue Schatten, das klingt geradezu ein bisschen nach einem pessimistischen Szenario. So eine müde, dunkle, graue Welt. Naja, also generell beschäftige ich mich in meinen Arbeiten ja selten mit den positiven Dingen. Mhm. Also ich sehe die Kunst für mich persönlich auch als Ventil, um mit dem Schrecken oder Unzulänglichkeiten der Welt und der Menschen umzugehen. Also es ist, ich will das jetzt nicht als Therapie betrachten, aber es sind doch eher Probleme der Gesellschaft, mit denen ich mich auseinandersetze. Natürlich in der Darstellung, darauf kommen wir vielleicht noch immer, der humoristische Aspekt quasi, also schon dieses Lockmittel quasi, dass es nicht gleich abstoßend wirkt quasi, die Leute anzieht und sie dann zum Denken animiert. Shades of Grey ist die Folgeserie von der Serie Corona mit einem H in Klammer. Die Leute haben das H in Klammer nie verstanden, das ging um das Ohne. Das wollte ich auch fragen. Das, was uns eben gefehlt hat in der Zeit, was, ich habe es ja eh relativ gut gehabt im Vergleich zu anderen, aber zu der Serie gleich, dass ich da kurz erzähle, warum die entstanden ist, gemacht habe, was ist mit den Menschen an ihrem Lebensabend, die sich nicht mehr verabschieden können, also eh schon quasi in der schwierigsten Situation des Lebens angekommen und auch für die Angehörigen. Das hat mich am meisten berührt, aber auch, was mir gefehlt hat. In dieser Corona-Zeit, nicht um die Isolation. Die Isolation, also für Menschen, die dann wirklich nur mehr eine sehr begrenzte Zeitspanne haben, und aber auch für Menschen, denen was auch immer fehlt. Und Shades of Grey ist so ein bisschen die Fortsetzung dessen. Wir beschäftigen uns, glaube ich, jetzt mehr seit der Pandemie mit dem, wie war es früher und wie ist es jetzt. Und das zeige ich in dieser Serie. Und das ist immer so eine Schwarz-Weiß versus Farb aus Gegenüberstellung. Und die Menschen in Farbe sitzen immer vor einem Fenster und schauen in die Vergangenheit. Oder, Du hast aber in meinem Interview auch gesagt, ich will die Welt nicht retten. Also ich würde schon gern, wenn ich es könnte, aber ich weiß, dass ich es nicht kann. Aber trotzdem haben gesellschaftliche Fragen, ja sogar politische Fragen, jetzt im weiteren Sinne nicht parteipolitische, politische Fragen, soziale Fragen, die spielen schon eine große Rolle in deiner Arbeit. Absolut. Und ich denke, die Kunst muss nicht, aber sie kann, und ich tue es, die Möglichkeit, Dinge anders zu erzählen, eben über welche Bildsprache auch immer, Fragen aufzuwerfen irgendwie. Und das ist auch das, was mich immer am meisten freut, wenn ich ein Publikum erreiche, sagt, so habe ich es mir noch nicht überlegt. Wobei es gibt sehr politische Arbeiten. Ich denke an die Skulptur Wolfsschafpriester. Das war ein Priester mit einem Schafskopf, der aber ein Wolfsgebiss hatte. Und es war ein Plakat zu einer Ausstellung in Osnabrück, glaube ich. Die hieß Kunst körperlich, Körper künstlich. Ich habe auch hier ein Werk von dir gesehen. Das ist ja fast so ein Huhn, das an einem Kreuz hängt. Ich muss ja auch an Kippenberger denken und seinen Frosch. Okay. Sind das Arbeiten, die sehr politisch natürlich auch gedacht sind? Und wie war die Reaktion drauf? Also ich sage mal, ich arbeite jetzt nicht in dem Sinn, dass ich provozieren will. Also es ist nicht mein erster Instinkt, ich will jetzt jemanden verärgern. Und das Interessante ist, gerade weil du diese Arbeiten erwähnst, der von Schafen und Wölfen, oder gibt es noch eine zweite Version, selig sind die Unwissenden, da habe ich mich mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Ich sage immer ganz ehrlich, ich glaube selber nicht an Gott. Ich beneide sogar die gläubigen Menschen, weil sie diesen Halt haben, der sie doch ein bisschen mehr durchs Leben führt und ihnen die Fragen beantwortet, die mir niemand beantwortet, was ist danach und so. Aber da ging es mir halt schon noch um die Doppelmoral. Interessanterweise bei diesen Skulpturen, also der Wolfsschafspriester, und ich habe auch einen Papst gemacht, den hat die katholische Kirche kalt gelassen. Vielleicht auch nachvollziehbar. Ja. Und dieses Huhn, die Arbeit heißt Via Dolorosa, und da geht es auch nicht um eine Verhöhnung von Jesus Christus, gegen den ich persönlich auch überhaupt nichts habe, auch gegen niemanden, der an ihn glaubt.
sondern statt Inre steht ja KFC, Kentucky Fried Chicken, und da geht es um Massentierhaltung und quasi der Märtyrer der unserigen Zeit. Und das, aber da gab es Reaktionen. Und was für welche? Ja. Das war in einem Boulevardmagazin abgebildet, es war auch nicht bös gemeint, die fanden das in der Redaktion lustig und die Pius-Brüder haben das irgendwie auf den Schirm bekommen und ich war gerade auf Urlaub und kam die erste Nachricht irgendwie, die erste Beleidigung, es war ja noch lustig, aber es ging dann einen Monat und es kam dann bis zu Morddrohungen und bis zu, die haben Messen abgehalten gegen mich, Mist abgeladen vor dem Ausstellungsort. Das war in einer säkularisierten Kirche in St. Peter an der Speer in Wiener Neustadt. Also so wie Nietzsche in den 70er Jahren. Ich habe mir gar nicht gewusst, ob das Kunst überhaupt noch machen kann. Also da sieht man, dass Kunst durchaus noch aufregen kann. Ja, aber es war interessant, da habe ich nicht damit gerechnet. Habe dann kurz an der eigenen Arbeit gezweifelt und gedacht, ich habe das wirklich nicht so gemeint. Also es ging mir um ganz was anderes. Und mittlerweile ist es eigentlich in meiner Lieblingsarbeiten. Und es hat dann auch irgendwann aufgehört. Also. Du lebst ja in der Josefstadt und hast dort auch an Projekten mitgewirkt. Da gab es ein Projekt, glaube ich, unter dem Motto Zivilcourage, stimmt das? Im Rahmen der Wiener Lichtblicke, das, glaube ich, die Viktoria Köln initiiert hat. Da hast du Taubenratten und Rattentauben gezeigt. Ja. Um was ist es da gegangen? Naja, das war... Und das ist ja im öffentlichen Raum. Ja? Also da ist die Resonanz noch ganz eine andere, wie wenn eine Arbeit im Museum ist. Und das ist auch das, was ich sehr mag und wo ich auch immer mehr hintendiere, aber darüber werden wir vielleicht oder hoffentlich noch reden, dass mich ja nicht nur das Kunstpublikum interessiert, sondern vielmehr eigentlich die breitere Masse, die zu irritieren oder zum Denken zu bewegen. Wir haben das im Stadtpark gezeigt und natürlich Ratten, Tauben, das sind so Sachen, die man mit Wien oder gerade mit dem Park verbindet. Und nachdem immer Täter, Opfer und quasi diese Rivalität bei mir eine Rolle spielt, aber eigentlich im menschlichen Dasein, war irgendwie die Ratte, die Taube und die Vermischung von beiden eben die, ja, für mich die Versinnbildlichung dessen. Wie war da die Resonanz? Gut, ich glaube ganz ehrlich auch, dass es in der großen Projektion gar nicht so wahrgenommen wurde in dieser Härte oder in dieser Dringlichkeit, die dargestellt war. Du bist ja aufgewachsen als Tochter von zwei bekannten Künstlern, Künstlerinnen. Wie kam es, gab es so ein Initiationserlebnis dann, das dazu geführt hat, ich will Künstlerin werden? Ich glaube, das stand für mich gar nicht zur Debatte, dass es was anderes sein konnte. Also ich weiß es nicht, ich bin so stark damit aufgewachsen und sozialisiert worden. Und irgendwann war halt dann Matura und dann meine Mutter gesagt, na, was wird's? Dann habe ich gesagt, na, Kunst. Und dann hat sie gesagt, oh Gott. Ja, das wollte ich fragen, wie die Eltern reagiert haben. Die kennen ja das Künstlerdasein. Ja, und die Brotlosigkeit, die das vielleicht auch meistens mit sich trägt. Und dann hat sie gesagt, ist ja gut und schön, aber schau dir halt sicherheitshalber was anderes an. Und dann habe ich Biologie inskribiert. Ja, eben, da habe ich ja auch irgendwo gelesen, dass du eigentlich Insektenforscherin werden wolltest. Du hast sogar ein Insektenhotel gebaut und vor unserem Gespräch hast du mir zwei kleine Grabsteine gezeigt, in die auch Insekten von dir seit 1982, seit 40 Jahren liegen die quasi unter dem Deckel quasi in ihren kleinen Sarkophagen. Ich wollte Entomologin werden, war auch als Kind ganz stolz, dass ich nicht Insektenforscherin, sondern Entomologin in die Stammbücher meiner Schulfreundinnen schreiben konnte. Ja. Als ich dann Biologie studiert habe, also lächerliche 1,5 Jahre, wäre es die Genforschung gewesen. Ja. Wäre jetzt natürlich, wäre ich eine der 1 Million Virologinnen, die Virenexpertinnen gewesen. Ja, du hast dich ja auch trotzdem mit anders Folgen halt der Pandemie beschäftigt, ja, über die Arbeit. Ja. Wie kam es dann zu dieser, nennen wir es mal, Tierliebe? Was natürlich manche auch hinterfragen würden, nicht? Denn die Tiere, die du verwendest für deine Arbeit, sind ja tote Tiere, ausgestopfte Tiere. Und weil du von Gentechnologie gesprochen hast, die natürlich dann in ganz neuartigen tierisch-menschliche Konstellationen verwandelt werden. Nicht? Für mich fast so Fabelwesen, die natürlich wahnsinnig attraktiv sind, die neugierig machen, aber auch ein bisschen beunruhigen. Also Tierliebe, aber ist das Tierliebe? Es ist an sich, habe ich eine große Tierliebe. Ich sage auch immer, im Großen und Ganzen mag ich die Tiere lieber als die Menschen. Also wenn man es in der Gesamtheit betrachtet. Und ich habe auch immer Katzen gehabt, einen Kater. Ich habe mich immer für Tiere interessiert.
die Tiere, mit denen ich arbeite, die Präparate, weil mir natürlich auch oft Tierschützer oder kritische Menschen sagen, ja, warum müssen die echt sein? Warum nimmst du nicht Kunststoff oder was auch immer? Das Leben, das da mal drin war, ist spürbar. Und ich erzähle ja vom Leben in meiner Arbeit. Und es geht eigentlich auch selten um die Tiere in meiner Arbeit, außer wenn ich mich beispielsweise mit Massentierhaltung auseinandersetze oder Umweltfragen, sondern um uns Menschen. Es geht immer eigentlich um unser Verhalten bzw. Fehlverhalten. Und ich finde, dass die Tiere, ich bin ja später auch drauf gekommen, was es macht, wenn du den Kopf aus, wenn du einen Menschen das erste Mal siehst, dann hast du sofort irgendein Gefühl, eine Antipathie, eine Sympathie. Und wenn du das mit deinem Tierkopf versetzt, dann kannst du dich viel mehr auf die Geschichte und auf die Eigenschaft und die Thematik konzentrieren. Mhm. Was würdest du sagen, sind die zentralen Themen deiner Arbeit? Also ich habe gelesen, zwei Begriffe, tarnen und täuschen. Scheint ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, aber vielleicht gibt es noch... Das war so der Ursprung, als ich Biologie gemacht habe, habe ich natürlich, das ist ja jedem bekannt, Mimikrie entdeckt und Camouflage im Tierreich. Aber ich war im Lycée, ich war in einer Privatschule, wo es wahnsinnig viel um Geltung ging und wer was trägt und so. Und das hat mich auch sehr geprägt, quasi, was ist dieses Sein und Schein irgendwie. Und wir tarnen uns ja permanent, also wir spielen ja permanent Rollen und ich versuche natürlich jetzt auch besonders klug und interessant zu wirken, in anderen Situationen vielleicht was anderes. Und das ist ja etwas, was uns Leben ja permanent prägt in den diversesten Situationen. Und das meine ich mit tarnen und täuschen. Also wir wollen uns einer Situation anpassen, einer Situation entfliehen, aus einer Situation etwas Gutes oder Schlechtes machen. Und das ist so der Ursprung, wo das angefangen hat, schon im Studium. Meine ersten Tarngewänder, die Katze, die sich als ihre Beute tarnt, um der Beute vorzumachen. Wir sind eh Freunde und eigentlich ist sie ja der Feind. Das ist das Wort Gewand verwendet. Du hast ja auch, glaube ich, in Berlin kurz Mode studiert. Ja? Welche Bedeutung hat Mode für dich? Auch im Zusammenhang mit deiner Arbeit? Also privat, also, sondern generell interessiert mich Mode überhaupt nicht, was man jetzt nicht glauben würde. Mir ist Authentizität sehr wichtig und auch in meinem Erscheinungsbild. Also ich habe für mich was entdeckt, mir ist es aber egal, was Trend ist zum Beispiel. Eher so, wenn was trendig ist, dann gefällt es mir mal schon mal schon nicht. Ich möchte einfach ich sein. Ja. Und Individualismus ist mein Thema. Mode kommt in meinen Arbeiten, wenn vor, wenn ich beschäftige mich doch immer wieder mit Konsum und schon dieser Uniformierung und dann wieder gesellschaftspolitisch. Also da, und was machen Marken? Also da eben auch als Prestige, als wie positioniere ich mich in der Gesellschaft und warum brauche ich das eigentlich? Architekten bezeichnen oft eine Arbeit, in der ihre Haltung, ihre ganzen Ideen sich verdichten als Signaturwerk. Ja. Gibt es für dich in deinen Arbeiten so ein Signaturwerk, wo du sagst, da fließt wirklich alles ein, was für mich wichtig ist? Vielleicht gibt es mehrere, aber vielleicht könntest du eines ansprechen. Naja, es gab immer schon so Arbeiten wie zum Beispiel das Löwenzebra, das 2004 entstanden ist und in der Sammlung Essel, jetzt nehme ich an, Sammlung Albertina. Ja. Haselsteiner, wie auch immer ist, das ist schon so ein Signature-Werk, wo eben diese Täter-Opfer-Geschichte, die mich eben so interessiert. Also Löwe-Zebra. Löwe-Zebra, dieses, eben auch der Mensch, wir sind beides. Wir sind nicht nur böse oder nur gut. Das finde ich, ist in diesem Werk sehr, sehr stark spürbar, weil am stärksten, also auch diese Wolfsschafe, wo ich einige gemacht habe, natürlich sind es die letzten Tage der Menschheit. Ja, das waren aber mit Ratten. Das war mit 180 Ratten, Kannst du da vielleicht kurz was dazu sagen? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Werk, nicht? Ja, also mich hat das Esslmuseum mit Ende 30 gefragt, ob ich eine Ausstellung machen will, Nona. Und die haben gedacht, ich zeige da jetzt so eine Zusammenschau, aber für eine Retrospektive habe ich mich irgendwie noch zu jung gefühlt. Und einfach, wenn ich jetzt diese Chance habe, dann mache ich was Neues. Und durch verschiedene Umstände, weil ich Qualtinger mal wieder gehört habe, den ich als Kind doch kennengelernt habe und unter dessen Regie ich auch gespielt habe, meine einzige sehr kurze Schauspielerlaufbahn im Schauspielhaus. Welche Rolle hast du da bekleidet? Ich war ein Mengele-Opfer. Oh. Sprechrolle. Also wieder Opfertäter. Ja, genau. Zieht sich durch. Und dann habe ich, das gelesen, also gehört und dann habe ich dem Museum gesagt, ich mache das und ich, aha. Dann habe ich mich angefangen mit Kraus auseinanderzusetzen und gedacht, oh Gott, auf was habe ich mich da eingelassen? Ja.
Und dann kann man diese ganzen Parallelitäten, also diese Wiederholung, diese 100 Jahre später, eben 100 Jahre Erster Weltkrieg war, 2014 die Ausstellung. Und das fand ich so spannend. Das ist auch das, was mich beschäftigt, ja, die Menschheit eben, der Mensch, wie wir uns verhalten. Und das war in diesem Werk so in all dem dargestellt und so ähnlich wie, ich will nicht mit Klaus vergleichen, um Gottes Willen, aber dieser Beobachter von außen, der wahrnimmt, der die Welt sieht, wahnsinnig sensibel darauf reagiert und er in seiner Form und ich in meiner das darstellt, was ihm eigentlich so unerträglich ist. Wenn du jetzt zurückblickst auf das Frühwerk oder erste Arbeiten und auf die letzten Werke, wo siehst du die Kontinuität und wo gab es wirkliche Brüche? Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit eine Zeit lang politischer war, also vielleicht plakativ politischer in dem Sinn und psychologischer geworden ist, gerade in dieser Corona Shades of Grey Serie, mehr Spielraum, vielleicht mehr Denkspielraum lässt und nicht so klare Botschaften, also nichts gegen klare Botschaften. Und ich habe noch immer meine politischen Arbeiten, die sich in den Escape-Räumen widerspiegeln. Ich habe einen zum Thema Flucht, einen jetzt zum Thema Kinderarmut gemacht, das sind andere in Planung. Das finde ich auch ganz spannend. Kannst du zu den Escape-Räumen etwas sagen? Das ist ja so fast wie eine Erlebniszone, in die der Besucher hineingeht. Was geschieht dort? Und was ist die Idee? Also Flucht wäre ein Thema. Also der erste Escape-Raum, der 2019 eröffnet wurde, ist entstanden 2015. Da habe ich diese Escape-Räume für mich privat entdeckt, weil ich sage, ich bin so eine Rätseltante, ich finde das lustig. Fand aber immer die Themen, die dort stattfinden, mehr oder weniger als belanglos. Und dann war diese sogenannte Flüchtlingskrise und das hat mich wahnsinnig aufgerüttelt, wie viele Menschen, vielleicht nicht in meinem Umfeld zum Glück, so empathielos und so unsensibel darauf reagiert haben. Und dann habe ich meine ganze Wut in ein Modell gepackt und mir gedacht, ich mache jetzt meinen Escape-Raum. Es war nie gedacht, dass der stattfindet. Es war nur um... Das war aber damals nur ein Modell? Nur ein Modell. Das wurde nicht... Nur für mich einmal. Okay. Und das war es dann für mich. Ich habe dann meine Wut, meine Gefühle verpackt in das Modell und auch in ein Konzept. Und dann war ein Kurator, der Günther Oberholenzer bei mir, den ich gut kenne, hat gesagt, das musst du machen. Sag ich, ja, schön und gut, aber wo? Und tatsächlich, 3 Jahre später im Museumsquartier haben wir das eröffnet. Das super. Deine Arbeit hat ja einerseits für mich auch eine beunruhigende Komponente. Ja? So als ob das gentechnische Versuche stattgefunden haben und so eine Art zum Teil Monsterwesen daraus entstehen. Gleichzeitig hat sie aber auch immer so einen subversiven Schuss von Humor. Das ist wahrscheinlich beabsichtigt. Das ist intendiert. Ja. Ich meine, der Humor ist ja auch prinzipiell meine Überlebensstrategie oder von vielen klugen, zweifelnden Menschen, um mit der Welt auch zurechtzukommen. Und ich ganz bewusst auch, mir ist ja auch zum Beispiel auch die Ausführung und die Ästhetik meiner Arbeit wichtig, weil die Themen sind eh sehr hart. Und ich möchte... Und ich sage das mittlerweile immer ganz offen, früher hätte ich es nicht gesagt, ich mag auch in erster Linie eine Art Niederschwelligkeit. Also ich finde Kunst, die gleich einmal so verstört, also auch weil sie vielleicht so elitär ist und so exklusiv und mal 97% ausschließt, ist schön und gut. Aber ich finde es gerade spannend, Menschen zu erreichen, die sonst in kein Museum gehen. Hat es auch Auswirkungen auf die Medien, mit denen du arbeitest oder vielleicht auch zukünftig arbeiten willst? Ja. Eben wie die Escape-Räume zum Beispiel. Ja. Also da ist Kunst drin und da ist auch meine, ich habe ja ein, muss man sagen, eine Signatur, meine Tierwesen, das ist erkennbar. Aber da geht es mir weniger darum, mich jetzt in den Mittelpunkt zu stellen. Ich meine, ich bin sicher nicht uneitel, aber mir geht es mehr um auch die Auseinandersetzung mit anderen Menschen und eben über diese bildende Kunst hinauszugehen, was mir irrsinnigen Spaß macht. Könnte das auch zur Folge haben, dass du dich mehr mit Film beschäftigst? Das ist eigentlich ein großes Ziel und es gibt da Projekte, du weißt das wahrscheinlich selber, das zieht sich dann über Jahre. Das soll auch, ich werde nie die Malerei und die Zeichnung, das alles verlassen, aber meine Arbeiten sind narrativ. Ich selber liebe Literatur, das ist wahrscheinlich meine größte Leidenschaft und so sehe ich auch meine Kunst, das sind Geschichten, die ich erzähle und umso mehr Bewegung sie kriegen, umso mehr kann ich erzählen. Gibt es da ein Traumprojekt, das du im Kopf hast, schon seit langem? Gerne noch realisieren würdest?
natürlich würde ich meine Skulpturen gern zum Leben, also dass diese Bilder noch mehr Lebendigkeit bekommen. Mhm. Ist jetzt kein spezielles Projekt oder sie kommen und gehen oder ich versuche sie dann zu verdrängen, solange sie noch nicht realistisch sind. Aber diese Escape-Räume zum Beispiel machen mir wirklich Spaß und ich habe gedacht, der eine findet nicht statt, jetzt bin ich schon am dritten, vierten dran. Super. Und dann lerne ich neue Menschen kennen und aus anderen Bereichen. Und ich habe ja auch mit einer Flüchtlingsorganisation gearbeitet und mit Geflüchteten, die dort gearbeitet haben oder mit der Volkshilfe für das Kinderarmutsprojekt. Und mich bereichert das so auch im persönlichen, privaten, dass ich mit solchen Projekten mich weiter bilden darf und weiter informieren darf. Darf ich dich fragen, wie du von der Idee dann zum Werk kommst? Also sozusagen nach der Genese eines Projektes, ja? Dann irgendwann wirst du dir denken, das wäre vielleicht was. Und dann, wie geht das vonstatten? Ist das dann sehr geplant? Ja? Skizzierst du das vorher? Du musst dir auch Tierpräparate dafür besorgen. Und was ist dann noch offen? Was ist sozusagen, was kann in der Entwicklung noch geschehen? Also bei mir ist immer so, dass ich sowieso immer seriell oder thematisch arbeite. Das kann von einem Monat bis auch zu 2 Jahren, 3 Jahren, letzten Tage der Menschheit sein. Und die Arbeit passiert im Kopf, klar, und meistens auch nicht hier in dem Atelier, hier wird nur ausgeführt, das ist Werkstatt. Ja. Und ich sage immer, das ist wie ein Bild, das sich vor meinem Kopf irgendwie, also Unschärfe, immer mehr in die Schärfe stellt. Und wenn ich dann quasi vor meinem geistigen Auge dieses Bild sehe, des Projekts, und dann zum Teil schon wirklich sehr konkret, dann weiß ich, wo brauche ich was her, um genau das so umzusetzen. Und dann beginnst du zu arbeiten eigentlich. Ja? Also dann geht es darum, welche Präparate brauche ich. Welche Motive brauche ich, welches Präparat, welche Menschen, welche Institutionen und so weiter. Wann ist eine Arbeit fertig? Es gibt ja Künstler, die sich sehr schwer tun mit dem Abschluss einer Arbeit, am liebsten noch ins Museum gehen würden, wenn es dort hängt und noch vielleicht ein bisschen nachbessern. Nein. Du weißt, wann eine Arbeit fertig ist. Weil ich vorher genau weiß, was ich will. Mhm. Also bei mir ist dann immer, dass ich bei den Bildern, es ist meiner Generation scheinbar ungewöhnlich, habe ich gehört, ich unterschreibe auch immer auf dem Bild. Mhm. Also das kann ich bei Skulptur mache ich es nicht. Ja. Aber wenn ich das unterschrieben habe und hinter meinem Nachnamen ist immer ein Punkt, das ist so ein Markenzeichen, dann ist dieser Punkt auch der Punkt und dann kommt nichts mehr. Was gefällt dir an Wien, was gefällt dir nicht? Aber vielleicht noch mehr, wie ist Wien als Kunststadt? Ist es eine Stadt, die einem wirklich die Künstlerin Chancen gibt? Oder ist es vielleicht manchmal sogar schwieriger als in einer anderen großen Metropole? Wie siehst du das? Ich bin ja Wienerin, ich bin ja sogar nicht sehr weit gekommen. Ich bin in der Josefstadt groß geworden. Ich habe immerhin das Haus gewechselt innerhalb der Josefstadt. Habe nur mal in Berlin studiert oder gelebt ein halbes Jahr. Ich liebe Wien. Mhm. Ich bin ein Mensch, der alles zu Fuß geht und dafür ist Wien prädestiniert. Ich finde, das hat eine der höchsten Lebensqualitäten. Ich glaube, dass es in Wien relativ leicht sein kann, weit zu kommen, aber es ist schwierig, aus Wien rauszukommen. Also ich glaube, da ist dann Wien schon eng und ich habe schon das Gefühl, dass der Kulturbetrieb sich da auch zum Teil auch ein bisschen auf den Zehen steigt, steht, unnötigerweise. Und dieses wahnsinnige Potenzial, was nicht nur Wien, sondern ganz Österreich kulturell in allen Bereichen zu bieten hat, finde ich, da könnte man noch viel mehr daraus angeben. Hast du während deiner Karriere manchmal so etwas wie Unsicherheit empfunden? Nicht nur über das, also nicht nur über einzelne Werke, über die du nachdenken musstest, sondern über das künstlerische Sein selbst. Na, permanent. Ja? Das ist ja auch ein Motor. Ich glaube, ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen Künstler gibt, der das nicht hat. Also diese Selbstzweifel, ich meine, es gibt schon Momente natürlich der Freude, der Euphorie, allein bei so einem Gespräch, da freue ich mich irgendwie, freue mich dann darüber mit dir zu reflektieren. Oder wenn die Arbeit fertig wird, oder? Das ist auch gut. Natürlich. Mhm. Obwohl, wenn eine Arbeit fertig ist, interessiert sie mich ein paar Minuten später schon nicht mehr. Mhm. Weil dann bin ich schon im Nächsten. Aber ich habe sehr, sehr oft gezweifelt und tue das noch immer. Also ich liebe diese Arbeit und ich empfinde das als unglaubliches Privileg, dass ich das machen kann, was ich so liebe. Und ich liebe die Kunst. Und wenn ich je selten auf Urlaub bin, dann zähle ich schon die Stunden, bis ich wieder im Atelier bin und was tun kann. Vielleicht abschließend, woran arbeitest du zurzeit? Was machst du gerade? Ich versuche mich mit diesem wahnsinnig großen Thema Klima, Umwelt auseinanderzusetzen. Ja. Also es ist alles noch sehr vage und ich bin da gerade, ich,
Ich weiß von allen ein bisschen was und von nichts wirklich was, ungefähr, wie man so schon sagt. Also es ist noch in die Ideenphase noch. Ja, ja, aber mal zu schauen, wie kann man das vielleicht auch in so einem immersiven Projekt oder so, das macht eben so Spaß, so Themen, und das ist uns mit dem Flucht- und dem Kinderarmutsprojekt schon teilweise gelungen, die Menschen aufmerksam zu machen. Also wie gesagt, ich kann die Welt nicht retten, auch wenn ich es gern würde, und ich will auch niemanden missionieren. Aber ich denke mir, ich habe Möglichkeiten, Dinge anders zu erzählen als Politiker oder Experten in ihren Bereichen. Und da versuche ich ein bisschen in dem Bereich zu forschen. Und es gibt ein anderes Escape-Projekt und natürlich einige Ausstellungen. Und Fahrt wird mir keinesfalls. Ja, danke für das Gespräch. Ich danke dir.